Heute sprechen wir über Richtungsangaben. Zuerst sprechen wir über nach. Wann benutzen wir nach? Für Länder ohne Artikel, zum Beispiel nach Deutschland, nach Italien, nach Frankreich, nach Russland und so weiter, ohne Artikel. Es gibt viele Länder, die ohne Artikel sind. Dafür benutzen wir nach. Ich fliege nach Italien, zum Beispiel, nach Frankreich. Städte und Kontinente. Kontinente sind zum Beispiel Europa, Asien, Australien und so weiter. Städte sind aber viel. Zum Beispiel, ich fahre nach Baku, ich fahre nach Moskau, ich fahre nach Istanbul, ich fahre nach Tbilisi oder Tiflis. Ich fahre nach Asien. Das ist ein Kontinent. Ich fahre nach Europa. Ich fliege nach Europa. Das ist ein Kontinent. Für Himmelsrichtungen, zum Beispiel nach Osten, nach Süden, nach Westen, nach Norden und so weiter. In benutzen wir in ein Gebäude. Ins ein Gebäude, zum Beispiel in das Restaurant, in die Kirche, in die Schule und so weiter. Für Länder mit Artikel benutzen wir auch in. Es gibt Länder, die im Maskulin sind, oder Feminin sind, oder die Länder im Plural sind. Für feminine Länder schreiben wir so oder sprechen wir so aus: in die Schweiz, zum Beispiel, in die Türkei, in die Ukraine, für maskuline Länder, in den Irak, in den Iran. Und dafür benutzen wir Akkusativ, daher der wird den, der wird zu den. Für die Länder, die im Plural sind, benutzen wir auch in die Vereinigten Staaten, in die Niederlande und so weiter. An zum Beispiel an das Fenster oder ans Wasser, an die Nordsee, ans Meer. Dafür benutzen wir an. Wenn wir eine Richtung erzählen möchten, zum Beispiel, ich fahre ans Meer, ich fahre an die Nordsee. Benutzen wir wie für eine einsame Insel oder für Inseln. Zum Beispiel, ich fliege auf die Kanarischen Inseln. Zu benutzen wir für Tätigkeiten, zu oder zu Menschen. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich gehe zur Schule, ich will das erzählen, ich gehe nicht speziell in die Schule. Ich werde im Hof der Schule sein oder ich werde mit dieser Tätigkeit etwas tun. Zum Beispiel, oder wenn wir sagen, ich gehe zum Unterricht gehe, oder zu meinen Eltern, zu meiner Oma, zu meinem Opa und so weiter. Danke fürs Zuschauen.